Jetzt kommt ja eine Links- und dann eine Rechtskurve da unten. Da ist immer schön heftig. Da gab es dann immer schöne Wette wegen der Brücke. Da würde ich auch langsam fahren. Ich fahre auch schon über 25 Jahre hier diese Strecke. Da brauchst du nichts zu sagen. Ich bin früher ja immer bis Paderborn rübergekorkelt über die Landstraße. Ach du Jemine. Na ja gut, alles klar. War ja nur so ein Tipp. Hätte ja sein können, dass du die Ecke hier nicht kennst. Aus Nordhausen. Nee, die Ecke bin ich genug gefahren. Wie meine Westentasche kenne ich die hier. Ja, aber guck an, jetzt hält der Abstand, der Vogel. Ist das überhaupt ein Vogel oder was der da fährt? Das ist mir scheißegal. Der Skoda ist Schiebitz. Seht ihr, jetzt biegt er ab, jetzt hat er keine Luft mehr. Ja, jetzt hat er die Schnauze voll. Jetzt ein Süßchen, ne? Ja, ich habe einen Bekannten telefoniert aus hier, da hinten Richtung Herzberg, da in Osterode, da ist ja noch dicker. Ja, dann auf die mit die Bull. Ja, das ist noch ein paar Monate, ich mach sie auch das. Oder auch nicht, du hast vor 15 gesehen, ne, 15 oder vor 3 Jahren. Wenn da gar nichts und dann im Mai hat es nochmal richtig hingehauen. Ja, ich sehe das gerade im Spiegel. Überholt er dich da hinten? Das kann ja nicht sein, ey. Nein, nein, da vorne kommt er sowieso nicht vorbei. Das ist schon erledigt. Genau. Überholen an, das gibt's ja gar nicht. Naja, viel Spaß auch vorne beim Blockieren. Ich lach mir hier einen Ast hier hinten. Solche Leute sollten sie mal aus dem Verkehr ziehen. Ja, hoffentlich, hoffentlich macht er noch einen Dicker-Wipfel, dann ist alles perfekt. Ja, jetzt ist er genau hinter dir. Ja, ich sehe schon. Und Blinker links, ja, der ist ja nicht ganz wach in der Birne. Da fehlt doch was. Na nu, jetzt ist ja der Blinker aus, wie kommt's? Ich hab dir doch was gesagt. Ja, ist wieder herrlich heute. Heute Morgen war es so schön und jetzt wieder sowas. Das ist doch nicht mehr wirklich schön, sowas. Willst du machen? Mit dem Wetter musst du eben leben hier. Es ist eben guck mal Winter. Ist ja. Ja.
so schlimm wie dieses Jahr mit dem Schnee war es hier schon lange nicht mehr. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe zwar auch schon ein paar Winter, etliche Winter mitgemacht, also das ist jetzt wieder mal ganz extrem, ja. Ja, richtig, ne? Ja, jetzt fährt der Kasper auch mit dich. Oh, jetzt kommt noch so ein Sprinter. Der hat auch einen Jagdschein. Ja, das sind diese Vollpfosten von GLS. Meinst du, wie unbeliebt die sind bei uns hier im Landkreis? Au, au, au. Jetzt war die nur Hose rauchen. Oh, jetzt versuchen sie es. Jetzt sind sie beidseitig hinter dir. Links der Sprinter, auf der rechten Spur der 7,5-Tonner. Ja, wie geil ist das denn? Ja, na klar, der Sprinter versucht auch, der drängelt ja. Aber jetzt gibt er wohl langsam auf, so wie das aussieht. Naja, warte mal, bei uns hier in der Nähe ist ein Sparladen und da tun sie ab und zu mal die Pakete tauschen. Da werde ich mir jetzt mal ein paar Takte aufschreiben, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Den Eintrag ist aber meiner Frau bald hinten im PKW geknallt. Ja. Und früher oder später sehe ich ihn sowieso. Ich bin hier im Landkreis Privat-Taxifahrer an sich oder was halt beruflich. Und da sehe ich den immer wieder, die Jungs. Ja, ich sah aber hier drunter, es war schön glatt. Es ist alles drunter. Ja, haben sie angesagt hier für die Gegend. Absolute Scheiße wieder. Na gut, Jungs, egal wo ihr alle hin wollt hier, ich verabschiede mich jetzt. Ich fahre jetzt hier runter. Ich gehe jetzt mal frühstücken für euch. Ja, lasst euch nicht ärgern. Schönen Tag noch und gute Fahrt. Auf jeden Fall. Sie sehen, wie das immer kommt. Also hinten schön eingereiht. Und vor allem der Idiot, der fährt jetzt hier runter, Gittelinde Süd, ne? Was soll denn das mit dem überholen? Ja, weißt du, brauchst du nicht sagen, ne? Ja, mal gucken, vielleicht kann ich hier auch aus dem Rahmen kratzen. Mach's gut, ciao. Ja, dann hast du aber gleich erstmal einen in die Fresse und dann gibt's einen. Ja, das sowieso. Der hat bei mir eh noch eine Rechnung offen. Ja,